الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ماي ليم جشفسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمشت مش إن شاء الله تعالى إني أصل إني أينان ودن أويش فايل. Wir befinden uns in heiligen Monaten. Und subhanallah, diese Sache, traurigerweise, wissen wir über alles Bescheid. Yani über Sachen, die wallahi keinen Nutzen haben. Weder Dunya Nutzen noch Akhira Nutzen. Wir beschäftigen uns mit viel mit der Dunya, mit unnötigen Sachen, unnützlichen Sachen. Wir wissen über Feierlichkeiten und Tage, die wallahi uns nicht interessieren, weder von unserer Tradition noch von unserer Kultur noch von unserer Religion sind. Aber wir wissen über diese Tage sehr gut Bescheid. Wir wissen über Halloween Bescheid, wir wissen über Weihnachten Bescheid, wir wissen über Karneval im Detail Bescheid, wal'iyadu billah. Wir wissen über Ostern Bescheid, Pfingsten und all das, subhanallah. Aber wir kennen unsere Tage, kennen wir nicht. Ich bin mir sicher, dass die meisten leider traurigerweise nicht die Monate des Islams kennen. Ja. Und auch nicht wissen, dass wir 4 heilige Monate haben. Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Muharram und Rajab. Und was es bedeutet, heilige Monate, was es für eine Bedeutung hat. Und deswegen, weil wir befinden uns ja gerade im letzten Tag von Dhul-Qa'da, morgen ist der erste Dhul-Hijja. Und Dhul-Hijja ist nochmal was ganz Besonderes, meine lieben Geschwister. Dhul-Hijja ist nochmal was ganz Besonderes, weil in diesem Monat befinden sich die besten 10 Tage, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Die besten 10 Tage überhaupt. Die ersten 10 von Dhul-Hijja sind die besten 10 Tage überhaupt. Ja. Und deswegen sagen die Gelehrten, dass die 10 Tage von Dhul-Hijja sogar besser, wertvoller und heiliger sind, ja, als die letzten 10 Nächte, als die letzten 10 Tage von Ramadan. Denn die letzten 10 Tage vor Ramadan, das Besondere an diesen Tagen sind die Nächte. Und nicht alle Nächte, sondern eine besondere Nacht. Es macht diese Besonderheit, ja, und diesen Stellenwert von diesen letzten 10 Nächten macht eine Nacht aus, und das ist Laylatul Qadr. Bei den 10 Tagen von Dhul-Hijja sind alle 10 Tage, meine lieben Geschwister, was Besonderes. Sind heilig. Und haben einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sind die besten 10 Tage im Jahr. Überhaupt. Und Allah subhanahu wa ta'ala schwört mit diesen 10 Tagen. Er sagt, Wal-Fajr wa layalin ashr. Wal-Fajr wa layalin ashr. Ibn Kathir sagt, wa layalin ashr. Damit sind, und er sagt, dass die meisten Mufassirin sagen, dass es sind die 10 Tage von Dhul-Hijja damit gemeint. وليذكر اسم الله في أيام معلومات عن أم أنغن فيها زكت الله سبحانه وتعالى أيام معلومات زكت ابن عباس رضي الله عنهما زكت das sind die 10 Tage von Dhul-Hijja. Und deswegen, meine lieben Geschwister, müssen wir den Stellenwert von diesen Tagen wissen. Wir müssen es unseren Kindern beibringen. Wir müssen unsere Kinder darauf erziehen, damit unsere Kinder Wissen über ihre Religion haben. Ja, und wissen, dass es sowas gibt. Denn das sind Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Barmherzigkeit und seine Gnade, eröffnet uns Chancen, ja, zur Vergebung, um seine Barmherzigkeit zu bekommen, ja, um seine Gnade zu erhalten. Und deswegen sollte jeder sich vornehmen, inshallah ta'ala, diese 10 Tage richtig zu nutzen. Denn wie es in verschiedenen, mehreren Überlieferungen, die authentisch sind, überliefert wird, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt keine Tage, wo Allah subhanahu wa ta'ala es lieber ist,
gute Taten zu tun als in diesen Tagen. Yani, es gibt verschiedene Überlieferungen, einmal Afdal und einmal Azka und einmal Ahab. Ja? Nichts lieber, nichts besser als in diesen 10 Tagen Gutes zu tun. Und dann gibt es in einer Überlieferung, sagen die Sahaba, radhiyallahu anhum, ja Rasulallah, weil die fragen, weil Amal Salih ist ein großer Begriff, der beinhaltet alle gute Taten. Und weil die Sahaba ja wussten, weil die Sahaba es interessiert, ja, und das ihre Interesse weckt, haben sie direkt gefragt, ja Rasulallah, wal al-jihadu fi sabilillah? Yani, selbst yani in diesen 10 Tagen Gutes zu tun, gute Taten zu tun, yani, selbst in diesen Tagen diese guten Taten zu tun, sind diese Taten selbst besser als das Jihad fi sabilillah, weil sie wussten, dass Jihad fi sabilillah die beste Tat überhaupt ist. Die höchste Stufe an Taten. Und dann sagt der Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala al-jihadu fi sabilillah, selbst al-jihad fi sabilillah. Wenn du in diesen Taten, an diesen Tagen Amal Salih machst, Ibadah machst, Gottesdienst machst, bist du sogar besser als das Jihad fi sabilillah, den Jihad fi sabilillah. Und dann sagt der Nabi sallallahu alaihi wasallam, außer jemand, der mit seinem Leben und mit seinem Besitz ausgerückt ist und mit nichts von beiden zurückgekommen ist, das ist das Beste überhaupt, den kannst du nicht erreichen. Und deswegen, meine lieben Geschwister, es wird überliefert von Anas radiallahu anhu, dass er gesagt hat, in diesen Tagen, jeder einzelne Tag zählt wie 1000 Tage. Ibadah von 1000 Tage. Außer der 10. Tag, Yawm al-Eid, weil das ist der beste Tag, den Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt erschaffen hat. Yawm al-Nahr, Yawm al-Eid ist der beste Tag. Ja. Außer dieser Tag, der zählt als 10.000 Tage, sagt Anas. Imam al-Auza'i, radiyallahu anhu, sagt, in diesem Tag, die mindeste, kleinste Tat, die man tut, zählt so, als ob man fi sabilillah Jihad machen würde. Yani, subhanallah, den Stellenwert dieser Tage, wallahi, und das ist traurig, ja, dass die Muslime diesen Stellenwert nicht kennen und nicht wissen. Deswegen, barakallahu fikum, meine Erinnerung und meine Ermahnung, an die in erster Linie an mich geht, und dann an euch, nutzt diese 10 Tage aus. Was soll man machen in diesen 10 Tagen? Als allererstes, das Wichtigste überhaupt, Dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken und zu erwähnen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala verbindet in diesen Versen mit diesen Tagen den Dhikr. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Den Dhikr. Und unter Dhikr wisst ihr, alles, was deine Zunge auf deine Zunge kommt, wie Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wie in einem Hadith auch überliefert wird bei Imam Ahmed, auch wenn in seinem Sanad da'if ist, sagt der Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru min at-tahmidi wat-tahlili wat-takbir. So vermehrt den Takbir, Allahu Akbar, und Tahmid, Alhamdulillah, wat-tahlil, La ilaha illallah. Allgemein, al-istighfar, astaghfirullah, Subhanallah, wa bihamdi, Subhanallah. Und Quran lesen sehr, sehr viel. An diesen Tagen sollte man viel spenden. An diesen Tagen sollte man fasten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wird überliefert von Hafsa, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam die 9 Tage gefastet hat. Weil der 10. Tag Yawm al-Eid ist und es ist verboten zu fasten. Wer es nicht schafft, die 9 Tage zu fasten, sollte zumindest es sich nicht entgehen lassen, Yawm Arafah zu fasten. Dieser gewaltige Tag. Es gibt keinen Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala mehr, am meisten Diener vor der Hölle rettet und sie vor seiner Strafe bewahrt, wie an diesem Tag. Yawm Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bi'ibadihi malaikata. Allah subhanahu wa ta'ala ist stolz auf seine Diener an diesem Tag und spricht zu den Engeln, was wollen meine Diener von mir? Was wollen wir von Allah? Wir wollen seine Vergebung, seine Zufriedenheit. Deswegen sollte sich nie jeder diesen Tag nicht entgehen lassen und diese Chance ergreifen, weil Rasul sallallahu alaihi wasallam, wie es überliefert wird, sagt, wer diesen Tag fastet, der bekommt 2 Jahre Sünden vergeben. Deswegen, wallahi al-azim, der Schlaue, der Glückliche ist derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala Tawfiq gibt, an diesen Tagen Gutes zu tun. Und wallahi, bei Allah, der Dumme und der Verlierer ist derjenige, dem diese Chance entgeht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch Tawfiq geben, Gutes zu tun an diesen Tagen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.